hier ist wieder voll total und hier sind Sie natürlich genau richtig, wenn Sie die heißesten Ausschnitte aus den deutschen Talkshows sehen wollen. Unser Thema heute, Deutschlands verfänglichste Vaterschaftstests. Ja, die liebe Verwandtschaft kann man sich natürlich nicht aussuchen, die ist einfach da und man muss damit klarkommen. Und auch den eigenen Vater kann man sich nicht aussuchen, auch wenn man es manchmal noch so gerne hätte. Christian, 24 Jahre alt, er ist Table Dancer, zweifelt an der Vaterschaft. Von wem? Sie werden es gleich hören. Hier ist Christian. Worum geht's? Hallo Uli. Ja, ich bin hier eigentlich um die Feststellung der Vaterschaft, weil ich eigentlich damals eine Freundin, ich habe Claudia kennengelernt in einem Table Dance, ne? Und das klingt eigentlich, es war eine schnelle Geschichte, sagen wir mal. Ein Quickie, genau. Irgendwie, und irgendwie nach 2 Wochen war sie irgendwie schwanger. Scheiße. Tja, gut. Da sehen wir's. Hab ich zu mir gesagt, gut, also gefallen tust du mir ja, probieren wir es mal mit einer Beziehung, ne? Tja, da haben wir es probiert mit einer Beziehung hin und her, aber die hat auch nicht geklappt. Und danach bin ich drauf gekommen, dass sie mich betrogen hat. Das hat sie auch zugegeben. Da ist schon mal der erste Zweifel im Gange, ne? Aber sie hat zu mir gesagt, sie hat ihn betrogen, sie hat, aber mit Kondom hat sie damals Sex gehabt mit diesen anderen Typen, ne? Der zweite Zweifel kam dann hin, dass eine Freundin von ihr, die behauptet, dass, sorry, ich bin total, eine Freundin von ihr behauptet halt... Ist irgendwie komisch, ey, weil du stehst meistens nackt irgendwo, tanzt und grüne Mädels sitzen vor dir und hier bist angezogen. Ja, normalerweise, und trotzdem aufgeregt, normalerweise, ne? Sehe ich mich aus und rede nicht. Wenn sie... Nee. Bei mir genau andersrum. Eine Freundin von ihr behauptet halt, sie hätte gesagt, ich wäre der erstbeste Depp, dem man das Kind anhängen würde, weil sie selber nicht wüsste, wem das Kind eigentlich gehört. Ach du Scheiße. Ne? Und das sind mir einfach zu viele Zweifel, die jetzt im Spiel sind. Ja. Warum verhütest du nicht? Ja, warum? Ja. Warum? Erzähl es mir. Also es hat ja auch immer die gleiche Geschichte. Nicht nur diese gesundheitliche, sondern auch als, ich meine, mit Pech zahlst du dein Leben lang. Ich weiß. Auf diese Frage war ich auch richtig drauf vorbereitet. Ne? Ja. Ich wollte auch lügen und sagen, ich hab's. Der Gummi hat gerissen, aber... Nein! Okay. Sie heißt Claudia, ja? Du möchtest gerne wissen, bist du der Vater oder bist du es nicht? Wir werden es dir gleich sagen können. Genau. Sie ist hinten, hat ihren neuen Freund mitgebracht, den Toni. Ja. Ich spreche erstmal kurz alleine mit den beiden. Du bleibst da vorne sitzen. Alles klar. Lass die Klamotten an. Claudia und Toni, hier sind sie. Herzlich willkommen. Die ganzen Gerüchte, worum ging, das ist alles Schwachsinn. Das stimmt nicht. Das habe ich ihm aber auch schon 1000 Mal gesagt. Aber war es nicht so, dass du auch gesagt hast, du hast ihn betrogen? Ich habe ihn einmal betrogen, ja. Das war ein Ausrutscher. Aber bei dem Ausrutscher war ich ja schon in der 3. Woche schwanger. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Du kannst es nicht sein. Dich gab es zum Zeugungsdatum noch gar nicht. Nee. Keine Aktien im Spiel. Kurz, warum wollt ihr nicht gesehen werden? Weil... Privat. Ist zu einfach, viel geschwätzt. Es ist, Kleinstadt? Kommt aus der Kleinstadt? Ja, so ähnlich, genau. Und da weiß jeder gleich so, Heide Witzka, genau. Die hat da wieder und so. Okay, haben wir natürlich Verständnis für. Wollen wir uns den Test kommen lassen? Ja, bitte. Ja, okay. Sonja, gib mir bitte. Dankeschön. Claudia ist die Mutter, Christian der mögliche Vater, Justin ist das Kind. Christian, Ute, ihr seid beide Eltern. Die Vaterschaft ist praktisch erwiesen. Sehr gerne, deswegen bist du hier. Chris? Jo. Willst du dich jetzt um Justin auch kümmern? Auf jeden Fall. Bist du sicher? Sicher. Okay. Gell? Hoffen wir's mal. Ja, auf jeden Fall. Ist dir das dann auch recht? Möchtest du das, dass er sich darum kümmert? Das Kind wird irgendwann mal nach seinem richtigen Vater fragen und das will ich ihm nicht irgendwie verheimlichen oder sonst irgendwas. Es hat ein Recht darauf. Deswegen möchte ich das auch gern. Da reden wir die ganze Zeit von Vaterschaftstest und ich erkläre Ihnen gar nicht, wie das so funktioniert. Was denken Sie denn? Vielleicht so mit Originalpröbchen abgeben?
Also ich meine natürlich eine Original-Blutprobe. Na, ich zeig's Ihnen. Wir reden mal über Vaterschaftstest. Ne? Was genau passiert dann da eigentlich? Wir haben jetzt keine langen Bilder da vorbereitet, kein langes Filmchen, wo wir das erklären, sondern wir haben einfach jemanden dabei, der uns das ganz kurz in wenigen Worten erzählt, was dann nun eigentlich so ein Vaterschaftstest ist, wie das gemacht wird. Und zwar ist das hier Ruiz von der Firma Humatrix. Ich grüße Sie, schön, dass Sie da sind. Hallo. Grüße Sie auch. Also, einfach mal ganz kurz erklärt, was macht Ihr Labor? Was muss vorher gewährleistet werden, um eine Vaterschaft nachzuweisen? Also mittlerweile ist das ganz einfach, muss nicht mehr mit Blut gemacht werden und mit Nadeln, sondern geht nur mit Speichel, wird zu uns eingeschickt und dann eben analysiert, tut nicht weh und geht ganz schnell innerhalb von 3 Tagen. Ach, guck an. Mit einem Q-Tip so entnommen oder wie? Ja, wir nennen das DNA-Stick, aber es ist eine Art Q-Tip, die man sich in den Mund steckt und dann eben einfach wieder wegschickt. Nun ist ja immer die Frage, also denke ich ja immer, ich könnte ja im Prinzip, wenn ich jetzt nicht der Vater von einem Kind sein möchte, dann gucke ich doch mal und nehme ich doch mal, wo ist ein Mann? Kein Mann hat hier, doch da. Der junge Mann mit der Mütze zum Beispiel, dann hatte ich ja meinen Q-Tip im Mund. Wie beugt man dem vor, dass es da nicht solche Komplikationen gibt vielleicht, die natürlich auch rechtliche Schritte nach sich ziehen würden? Also da müssen Sie sich fragen, warum Sie so ein Gutachten machen. In der Regel macht man es ja, um eigene Gewissheit zu erlangen und ob es Ihnen wirklich hilft, wenn Sie ihm das Stäbchen in den Mund stecken. Ja. Das war wenn ich mich vor einer Vaterschaft drücken würde, würde es mir schon helfen in dem Augenblick, ne? Oder? Vor Gericht hilft es Ihnen dann im Endeffekt nichts, okay, weil der Richter wird so ein privates Gutachten nicht anerkennen. Ja. Können Sie sich eigentlich vorstellen, wie viele Talkshows ich mir im Laufe der letzten Zeit schon angesehen habe? Ja, also so einige waren da schon. Aber wenn Sie mich jetzt mal so anschauen, dann sehe ich doch eigentlich ganz normal aus, oder? Kein nervöses Zucken oder so. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass auch die Talkshow-Gäste ganz normal sind. Alles ganz normal, oder? Erzähl mir deine Geschichte, was ist los? Ja, ich zweifle eigentlich an, dass mein letzter Sohn von mir ist. Und zwar, ich bin seit 17 Jahren verheiratet, habe eine Frau mit 3 Kindern. Ein bisschen nervös jetzt im Moment. Das aber, wie gesagt, und unsere Ehe war ziemlich kaputt. Dann bin ich von meiner Frau weg und habe dann eine andere Person klar kennengelernt, bin hingezogen. Da ging eigentlich Schlag auf Schlag. Innerhalb der ersten Woche war schon klar, Bettgeschichte etc. Also, mal, du warst mit deiner Frau, wie heißt sie mit Vornamen? Die Petra. Petra, mit Petra zusammen, alles ist toll, dann hat es mal gescheppert im Karton. Ganz ordentlich, dann bist du für ein paar Wochen zu Anja. Ja. Natürlich auch Sex mit ihr gehabt und dadurch ist ein Kind entstanden. Und da ist ein Kind entstanden. Wie alt ist dieses Kind jetzt? 2 Jahre alt. Heißt wie? Darwin. So, Darwin, 2 Jahre alt, eigentlich kann man sagen, irgendwie entstanden aus dieser Affäre, die du mit der Anja hattest. Aus der Affäre, ja. Jetzt bist du wieder zurück bei deiner Frau. Ich bin nach 6 Wochen, bin ich dann zurück zu meiner Frau, weil ich habe 3 Kinder, wie gesagt, dann mit ihr. Mhm. Und die Kinder, die haben mich einfach, also ich habe das Gefühl, dass sie mich eben halt dementsprechend auch brauchten und ich die Sehnsucht so stark war und mir erst dann richtig bewusst geworden ist, wie scheiße das ist im Prinzip, wenn ich auf die Kinder verzichten muss. So, jetzt lass mich nur überlegen. Jetzt wünschst du dir wahrscheinlich, dass du nicht der Vater von Darwin bist. Oder? Nein, der Darwin, der ist geboren, war 2 Jahre bei uns. Den haben wir praktisch großgezogen. Wie, wer wir? Meine Frau und ich. Die Anja hat uns das Kind zu uns gegeben. Was? Ja. Das hat deine Frau einfach so gemacht? Das fand sie das toll? Das hat sie nicht einfach so gemacht. Das war am Anfang sehr schwierig. Aber so, wo ich praktisch nach Hause gekommen bin, habe ich gesagt, da kommt ein Kind. Ist das okay für dich? Ja, da kommt ein Kind, die Anja, die ist schwanger. Ist, ob das okay für dich ist und so. Und ich kann verstehen, wenn du mich jetzt natürlich im Wind schießt und sagst, hör mal, verschwinde, da will ich nichts mit zu tun haben. Okay, aber sie hat das akzeptiert, hat gesagt, okay, da ist ein Kind. Und ich möchte haben, du sollst nach Hause zurückkommen und hier sein, bei uns. Aber die Anja wollte nicht noch mit zu Hause einziehen bei euch zu Hause? Nein, oder? Nee. Nein, nein. Okay, also ist super eingezogen fast. Ist ja, also ja, die war 2 Jahre bei uns. 2 Jahre tagtäglich bei uns, kann man sagen, so 3-mal die Woche auf jeden Fall. Die Anja, dein Verhältnis? Mein Verhältnis war bei uns. Das hat sich halt so entwickelt. Der Sohn, wir haben einen gemeinsamen Sohn mit der Anja, ist ein gemeinsamer Sohn da. Und die kann ja schlecht sein, die Mutter eine Wüste schicken. Und das hat sich was sagt, einfach denn, was so sagt denn deine Frau dazu, Petra? Die muss irgendwie sagen, sag mal, tickst du noch richtig? Erst haust du ab, lässt mich mit 3 Kindern sitzen, dann darf ich auch noch das Kind großziehen, was du mit deinem Verhältnis hattest, und dann dackelt die Alte dich auch noch immer ein und aus. Nee, ist schon richtig. Nur anfangs war es eben halt ein bisschen problematisch, die ganze Sache. Aber man hat sich nachher aneinander gewöhnt. Ach so. Naja. Also, und nun wäre es dir wahrscheinlich recht,
wenn ich das richtig verstanden habe, dass Darwin dein Sohn ist. Mir wäre es eigentlich recht. Die Zweifel sind aber deswegen eben halt durch... Der Taxifahrer zum Beispiel. Zum Beispiel der Taxifahrer. Drei Wochen zuvor hat es einen Freund noch gehabt. Ich glaube, ich habe ein Hörproblem. Zwei Jahre lang hast du meinen Sohn bei dir gehabt. Du meinst so sporadisch. Sporadisch? Ja, sporadisch. Im Vorbild. Das war ein Jahr lang so. Und wie haben wir das dann gemacht? Ich habe gesagt, ich gebe dir den, weil das dein Sohn ist, aber nicht für ganz. Ich habe gesagt, sporadisch. Ich möchte auch was von meinem Kind haben. Natürlich hast du nicht gesagt, für ganz. Aber der Darwin war nun mal... Zwei Jahre am Stück? Der war fast am Stück. Wenn man das so zusammenzählt, sind es vielleicht ein halbes Jahr, wurde eventuell bei dir, aber ein halbes Jahr eventuell Maximum an. Wer wollte denn, dass ich rüberkomme? Bitte? Wer wollte denn, dass ich mich ich drei gesagt, Tage... Ich habe gesagt, das hat sich bei uns ja auch ja, so warum entwickelt. Denn? Warum saß ich denn drei Tage die Woche? Also es ist kaum so, dass ich sage, oh, hier nehme das Kind drei Tage die Woche und ich gehe eine Runde spazieren. Ich habe mein Kind auch lieb. Ja, natürlich, das will ich auch gar nicht sagen. Aber trotzdem war ja, zwei Jahre am Stück. Bei uns, oder? Der war keine zwei Jahre am Stück. Anja, hast du irgendwann mal im Brausebrand gesagt, du bist nicht der Vater? Ich habe das öfters gesagt, aber ich meine, er hat auch viele Dinge gesagt, aber darüber wollen wir mal lieber nicht diskutieren. Ja, habe ich gesagt. Ich sage, ja, könnte ja genauso gut sein, dass mein Ex-Mann ist, aber ich habe das nicht so gemeint, Mann. Svenja ist meine Tochter, die ist von meinem toten Lebensgefährten und sie kennt nur ihn. Also ist aber nicht seine leibliche Tochter. Mhm. Sag ich mal, er ist eigentlich, er hat so... Und die ist auch ab und zu mit da drüben? Ich meine, meine ganzen Kinder sind mit drüben. Also man kann eigentlich sagen, er war Familienvater für sie. Kinder. Das sind sieben Kinder insgesamt, meine drei und die vier von sieben. Es ist ja nicht so, dass ich mich mit seiner Frau nicht verstehe. Ja, also wir gehen auch zusammen essen und wir gehen auch... Im Sinne der Stimmung wäre es ganz gut, wenn er der Vater wäre, ja? Ach nö. Ja. Gut, Anja die Mutter, Wolfgang der mögliche Vater, Darwin ist das Kind und du bist der Vater... zu 99,99. Noch Fragen? Eigentlich nicht. Ich bin glücklich. Wenn zwei Menschen sich fortpflanzen, ja, dann setzt man ja gemeinhin eine gewisse geistige und sittliche Reife voraus. Weit gefehlt, denn bei Nancy und Horst fühlt man sich viel eher an den Kindergarten erinnert. Ich möchte euch ganz gerne noch mal einen Ausschnitt aus einer Sendung zeigen. Da saß hier ein junger Mann, der heißt Horst. Der war auch in so einer ähnlichen Situation, in der du jetzt bist. Der sagte nämlich auch immer, ich bin nicht der Vater, ich bin es nicht, bin mir unsicher. Gucken Sie sich das noch mal an. Also ich habe ihn auf einer Kirmes kennengelernt und habe dann auch mit ihm halt ja, eine lockere Beziehung angefangen. Ey, das finde ich so langsam lächerlich. Ich kenne diese Frau gar nicht. Aber du bist sicher, dass er der Vater deines Kindes ist? Ja, total. Er hat mich unter Druck gesetzt, dass ich das Kind nicht bekommen soll. Ich kann das nicht begreifen. Ich kenne diese Dame überhaupt nicht. Wenn ich in der Stadt treffe, dann ist er ganz klein und sagt immer, ja, Entschuldigung, dass ich mich nicht gemeldet habe. Und welche Stadt? Wo kommst du eigentlich her? Wer kommst du eigentlich? Warum hast du das nicht vorher schon mal beantragt, einen Vaterschaftstest? Das wäre doch möglich gewesen. Ja, hätte er sich auch gar nicht drauf eingelassen. Ja, Horst. Hör mal. Vaterschaftstest, hat Nancy in der Sendung gesagt, darauf hättest du dich wahrscheinlich gar nicht eingelassen. Hand aufs Herz, bist der Vater, bist es nicht? Ich bin nicht der Vater. Ich hab warum das jetzt nicht? Hier. Ja, weil ich hier, die besteht erstmal kenne ich die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie die darauf kommt und das wird so bleiben und darauf bestehe ich. Und hier habe ich den Vaterschaftstest gemacht und das ist eine Unverschämtheit. Hier steht das, 100% bin ich nicht der Vater, weil ich hatte gar nichts mit der gehabt. Ich weiß gar nicht, wo die lebt, hör mal. Wo lebt die überhaupt? Wo lebt die? Du hast überhaupt die macht mich Frau, so nervös. Es macht mich jetzt nervös, weil diese Frau, die angeblich von mir ein Kind hat, gar nicht mir was unterstellt hat. Ich bin gar nicht der Vater. Aber dann kannst du doch ganz entspannt sein, dann entspann dich doch. Ja, nee, diese Frau, die soll sich erst mal bei mir entschuldigen. Und das will ich mal direkt mal klären. Nein, ihr sagt alle, boah. Guck mal, es ist heutzutage. Warum erwartest du eine Entschuldigung? Ja, weil ich nicht der Vater bin, weil die mir was unterstellt hat im Fernsehen. Ich bin überall schlecht gemacht worden. Bei Talk, Talk, Talk bin ich schlecht gemacht worden. Da und da und da. Nein, ihr sagt was, Horst. Ist doch so. Der Mann muss auch mal recht bekommen.
Okay, oder? Sie sitzt hinten nebenan bei uns in der Sofaecke. Ich gehe mal jetzt zu ihr rüber. Oh, und hast du die Stelle gefunden? Ich hab hier alles. Hier steht. Zeig mir nicht alles. Jetzt will ich doch zeigen. Das ist doch dein Autokennzeichen da. Das ist was. Warte, einen Moment jetzt. Beklagte, Horst, nachgewiesen. Du suchst, ich gehe zu ihr und frag sie, was sie sagt. Hallo. Grüß dich. Na, wie geht's dir? Ja, bisschen aufgeregt. Ist ein heikles Thema, ne? Ja. Wer der Vater des Kindes vielleicht sein könnte. Ja. Weißt du es mittlerweile? Ja, ich weiß schon, wer das ist, aber... Ist es Horst? Nein, ist nicht Horst. Er findet die Passage jetzt nicht, aber du kannst eindeutig sagen, nein, er ist es nicht. Ich weiß, er ist es nicht. Er will eine Entschuldigung. Kommst du denn mit raus und bist bereit, ihm in die Augen zu schauen und dich zu entschuldigen? Oder war das ein Zeitraum? Also ich finde es ein bisschen schade, dass er wenigstens nicht dazu steht, dass wir uns kennen. Er tut ja so, als würden wir uns nicht kennen. Mhm. Und war das ein Zeitraum, wo du dir nicht sicher warst? Es hätte auch sein können, dass er es tatsächlich gewesen... Ja, ich wäre mir schon ziemlich sicher, sonst wäre ich nicht in die Sendung gegangen. Mhm. Aber... Okay, willst du mit raus oder sollen wir ihn hier reinholen? Also ich bleib hier. Du bleibst hier. Ganz ruhig rein zurück. Du hast es schwarz-weiß, setz dich mal hin. Ich hab das hier schwarz auf weiß. Okay, das haben wir jetzt auch verstanden. Hast du gefunden, die Stelle? Ich hab das hier, jetzt hab ich's gefunden, alles klar. Also der Beklagte kann als Erzeuger des klagenden Kindes Anthony ausgeschlossen werden. So. Gut. Das weiß sie ja auch. Ruhig, das weiß sie ja auch. Ja, das weiß ich. Aber ich glaube, sie wollte sich bei dir entschuldigen und manchmal ist man sich auch nicht ganz sicher und ich denke, du solltest die Entschuldigung aber, annehmen. Aber ja, ich nehme sie ja. Sie muss es ja. Ja gut, muss halt zugeben, dass wir es zusammen hatten. Und dass du stehst immer noch darauf. Ja, sicher. Okay. Hey, hör mal zu, schäm dich mal. Nee, ich kenne dich überhaupt nicht. Auf, ich würde mich auf gar keinen Fall auf jeder weiß einlassen. Wer denn? Horst, jeder weiß das. Du brauchst nichts zu erzählen. Wer denn? Waren die dabei gewesen oder was? Okay, willst du die Entschuldigung jetzt hören oder nicht? Sie hat den ersten Teil des Satzes gesprochen. Ja, klar. Ja, okay. Also ich entschuldige mich dafür, aber ich... Dass du mich verleumdet hast hier. Verleumdung ist das. Verleumdung! Okay, du hast es ja jetzt klargestellt. Sie hat sich entschuldigt. Du verleumdest mich da auch. Okay. Du hast mich verleumdet hier. Könnt ihr euch die Hand geben und nimmst die Entschuldigung an? Nimmst du die Entschuldigung an? Ich nehme die Entschuldigung an, aber es ist eine Unverschämtheit. Dann sagst du erst mal, dass wir uns kennen. Und sag das in der Kamera, dass das eine Unverschämtheit ist. Nein, dann sag du erst mal, dass wir uns kennen. Das ist nicht korrekt. Ich kenne dich gar nicht. Ich glaube, das wird auch gut erlauern, aber er ist nicht der Vater des Kindes. Was macht Talkshows eigentlich so interessant? Ja, da gibt es natürlich viele Gründe. Der wichtigste ist aber, dass eben alles echt ist und nichts gestellt. Da sehen Sie das wirkliche Leben, das sind keine Schauspieler, die meinen das wirklich ernst. Ja, und das schaut man sich natürlich gerne an, so wie auch den nächsten Beitrag. Katrin, grüß dich. Erzähl mal deine Geschichte. Ja, ich bin jetzt halt hier, weil ich nicht ganz genau weiß, wer der Vater ist. Weil ich halt hatte eine Beziehung. Mhm. Aber da war ein One-Night-Stand dazwischen und von daher weiß ich es nicht wirklich. Ja, also es kommt eigentlich von der Zeit nicht wirklich hin, aber ja. So genau weiß man es nicht. Genau, es kommt ja doch am besten so halt vor, dass es doch mal passiert, dass es doch vielleicht der One-Night-Stand war. Ja, aber ich denke, rein rechnerisch kommt es nicht hin. Ja, aber man kann sich ja auch verrechnen und ganz sicher bin ich mir dann ja doch nicht. Und es war One-Night-Stand, wie der Name schon sagt, eine einmalige Geschichte. Was ich aber nicht verstehe, so ein One-Night-Stand, ja, kann passieren. Aber warum verhütet man denn da nicht? Ich hatte die Pille genommen, aber dazu Antibiotika. Das sagen zwar fast alle, aber es war bei mir wirklich mal so. Weiß der potenzielle Vater, sprich dieser One-Night-Stand, von seinem Glück? Ja. Ja? Hast du noch Kontakt mit dem irgendwie? Ich bin mit seiner besten Freundin, also mit seiner Freundin, das ist meine Freundin halt. Also mit der bin ich befreundet. Das war schon, als du ihn dir gegriffen hast? Nein, da waren sie noch nicht zusammen. Ach so, also du hast nicht deiner besten Freundin den Typen ausgespannt. Und wie gehen die damit um, die beiden? Die wären aber zwar auch nicht ganz so glücklich von wegen, wenn er jetzt der Vater wäre, aber ich denke mal, es lässt sich irgendwie alles regeln denn. Bist du jetzt in einer Beziehung im Augenblick? Nein. Nee. Und der andere, der wahrscheinlich der Vater ist, mit dem du in der Beziehung warst, also der deutlich häufiger irgendwie am Zuge war, was sagt der dazu? Fände der es gut, wenn er Vater ist von dem Lütten? Auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich. Die zwei sitzen erstmal hinten, auch in Ruhe, ja. Deswegen gehe ich mal ganz kurz nach hinten, bin aber gleich wieder da. Hier sind Michael und Anja. Das ist ja ein Schlamassel, oder? Ja.
Also auf der einen Seite kann man ja sagen, ist ja schön, dass sich die Mädels wenigstens gut verstehen. Auf der anderen Seite wäre das natürlich schon, weiß ich nicht, eine komische Situation, vielleicht sogar eine Belastung auch für eure Beziehung, wenn er jetzt wieder erwartend doch der Vater sein sollte. Oder spielt ihr das gar nicht durch? Oh, doch. Eigentlich schon. Ehrlich? Ja. Aber so in Anführungsstrichen ja nur einmal, ne? Ja. Und war halt eben zwar die Pille genommen, aber Antibiotika, also die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich nicht so groß, würde ich so als medizinischer Laie sagen. Oder wie siehst du das? Nee, ich eigentlich auch nicht. Doch, das ist das nicht. Das ist zwar meine gute Freundin. Und wenn, würde ich ihr das natürlich schon wünschen, dass man einen Freund mit ihr ein Kind hat. Aber letztendlich ist es mein Freund, den ich vielleicht irgendwann mal heiraten möchte. Und dann ist ein Kind halt eben da und die Familie wäre ja eigentlich dann zu dritt. Wie oft denkt man an sowas? Sehr oft. Ja? In letzter Zeit jedenfalls, wo das mit dem Test halt immer näher gekommen ist. Ja, ja. Da ist sehr oft. Also vorher, da hat man immer gedacht, ja gut, es könnte sein. Und auch am Anfang, wo Niklas geboren wurde, da auch immer wieder. Und es könnte sein und es könnte nicht sein. Und ja, und jetzt halt ganz extrem. Wie sprechen die beiden Mädels darüber, wenn sie allein sind, du und Katrin? Oder versucht man das vielleicht so ein bisschen, weiß ich auch nicht, zu umgehen, das Thema? Wir sprechen da eigentlich, wenn wir uns sehen, jedes Mal drüber. Also. Dankeschön. Also, was haltet ihr davon, wenn wir Katrin nach hinten holen? Das ist schön. Ja, ne? Ja. Denke ich auch schon. Katharina ist die Mami, möglicher Vater der Michael. Jan Niklas heißt er. Ja. Das wäre wahrscheinlich besser, wenn es anders wäre. Aber ich kann euch leider nur sagen, dass Michael der Vater ist. Und nun? Lässt sich nicht ändern. Jetzt haben wir den Salat, ne? Ich hab's dir gesagt. Ich hab dir das gesagt von Anfang an. Da hat sich gerade echt mit so einem kleinen, piffrigen Zettel euer ganzes Leben verändert, ne? Versucht die beste Möglichkeit zu finden für euch, aber vor allen Dingen auch für das Kind. Aber man muss ja fairerweise sagen, so eine Konstellation, dass man sich noch so dritt so gut versteht, ja, das ist ja super selten. Also für das Kind das Beste, was es gibt. Und einfach scheiß Pech, was ihr da hattet. Allerdings muss man auch sagen, habt ihr natürlich beide dazu beigetragen, natürlich. Pech gehabt, aber gemacht habt ihr es selbst. Hoffentlich hat Spaß gemacht. Dankeschön, ihr drei, dass ihr da gewesen seid. Grüßt mal den Kleinen, ja? Vielen Dank. Liebe Zuschauer, auf uns können Sie sich wirklich verlassen. Voll Total ist jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis. Freuen Sie sich auch nächstes Mal wieder auf die